Ne, Freunde sind da und nochmal, das kann ich XY mal bestätigen. Wann habe ich das wie Spieler erlebt? Der Bayern war für mich persönlich immer. Das heißt, ich liebe einfach Fußball, Marek Mintal, der neue Trainer der Spielvereinigung Bayreuth in der kommenden Saison, Regionalliga 2023-2024. Marek, was hat denn den Ausschlag gegeben, zu sagen, ja, Junge, mach das, so wie Sie es vorhin in der Pressekonferenz gesagt haben, warum die Spielvereinigung Bayreuth? weil ich mir einfach überzeugt von das, was kommt. Auf mich, auf uns zu. Gute Adresse, meine Meinung, sehr gute Adresse für Trainer. Und ich habe nicht lange gewartet oder überlegt. Ich war sofort von Anfang an irgendwie innerlich überzeugt und das kann ich heute nur bestätigen. Das war die richtige Entscheidung. Jörg Schmalfuß spricht ja aktuell mit den Spielern, sondiert sozusagen. Sie werden dann irgendwann in die Gespräche mit einsteigen, um zu hören, was ist mit den Spielern? Wollen Sie beim Verein bleiben? Haben Sie vielleicht andere Angebote? Wann werden Sie da entsprechend mit den Spielern im Gespräche führen? Gut, Jörg hat schon letzte Woche quasi angefangen mit den Spielern. Diese Woche sind restliche Gespräche geplant und seit Montag, wir wissen, ich habe den Vertrag unterschrieben. Das heißt, wir ein bisschen von meiner Seite oder meine Meinung ist nicht fair. Wenn warst du letzte Woche nicht bei den Gesprächen dabei und jetzt kommst du und bist du bei den Gesprächen da. Das heißt, das ist seine Aufgabe. Und bei uns ist das einfach so, der kriegt Feedback von den Spielern. Was welche haben Interesse und wenn die zeigen echt Interesse, dann bin ich der Nächste, welcher spricht mit den Spielern. Aber lass uns noch überraschen, was welcher Spieler will und darf im Verein bleiben. Welche Spielphilosophie schwebt denn dem Trainer Marek Mintal vor, damit die Spieler die nötige Mentalität auf den Platz bringen können? Jeder Spieler bringt seine Qualität. Bei mir, bei uns, jeder Spieler darf und soll das machen, was er kann, was er gut kann. Und ich bin einfach der Typ, welche lässt einfach der Mannschaft auf dem Platz enorm viel Freiheit. Viel Freiheit mit Aufgaben. Das heißt, jeder weiß, was hat zu tun. Aber wir wissen, wie Fußballer ist. Die müssen einfach sich gut präsentieren und einfach sich auf den Platz vertrauen. Das heißt, Spieler ohne Angst oder irgendwie viel nachdenken, es wird nicht gut funktionieren. Ich will nicht sagen, nicht für mich, aber für den Spieler. Das heißt andersrum. Wenn der Spieler ist überzeugt und die Qualität passt, dann soll das auch der Spieler auf dem Platz zeigen. Trainingsstart am 19. Juni. Was gilt es bis dahin noch für Hausaufgaben zu erledigen bei der Spielvereinigung Bayreuth? Natürlich außer dem Spielerkader. Gut, das ist Kader, das ist noch Trainerteam, das muss man noch besprechen und ein paar Details, aber das haben die Verantwortlichen zum Organisieren in Frage kommen. Ein paar Freundschaftsspiele, die sind schon, eine oder andere ist schon eventuell fest, aber das macht quasi der Wolfgang Mahr alles, ein bisschen organisatorische Sachen und wir sind Tag für Tag in Kontakt und wir besprechen das in kleinere Kreis, wie gut soll alles sein und das ist das Wichtigste. Letzte Frage, Marek Mintal. Was machen Sie am kommenden Samstag um 13:30 Uhr? Kommende Samstag bin ich leider wieder unterwegs, wie die letzten Wochen und Monaten. Das heißt, bin ich noch unterwegs. Das heißt, noch nicht im Stadion, im Hans-Walter-Wild-Stadion. Leider noch nicht, weil der Plan liegt schon ein bisschen längere Zeit. Ich weiß, wird nicht schlecht, da zu sein, eventuell letztes Wochenende oder jetzt. Wochenende bei letzter Heimspiel gegen Aue, aber bin ich leider unterwegs. Okay. Altstadt ist Ihnen schon mal über die Lippen gekommen? Altstadt schon. Herzlichen Dank, Herr Mintal. Bitte schön, danke.